geehrte Hörer, und ich darf Sie alle sehr herzlich im Namen des Kompetenzzentrums für Schulentwicklung und Evaluation sowie im Namen des Menschenrechtszentrums der Universität Erlangen-Nürnberg begrüßen. Das Kompetenzzentrum für Schulentwicklung und Evaluation, abgekürzt KSE, ist ein Zusammenschluss von Kolleginnen und Kollegen aus der Schulpädagogik, Religionspädagogik und anderen pädagogischen und didaktischen Disziplinen, die im Ziel durch Forschung und Evaluation Schulen in ihrer Qualitätsentwicklung zu unterstützen. Mit unserem Menschenrechtszentrum, abgekürzt CREN für die englische Bezeichnung Center for Human Rights Erlangen-Nürnberg, wollen wir durch Forschung und wissenschaftlichen Austausch Beiträge zur Förderung einer Kultur der Menschenrechte leisten. Ja, mein Name ist Klaus Wild und auch ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen des Regionalbüros Nürnberg, des Deutschen Schulpreises und der Deutschen Schulakademie. Der Leiter des Büros, Johannes Schubert, und ich präsentieren in Bayern die Expertise von nominierten und ausgezeichneten Schulen des Deutschen Schulpreises im Rahmen von Lernforen und anderen Veranstaltungsformaten. Darüber hinaus beraten und vernetzen wir bayerische Schulen, um sich um den Deutschen Schulpreis zu bewerben. Weitere Informationen zu unserer Arbeit erhalten Sie jetzt dann gleich im Anschluss vom Geschäftsführer der Deutschen Schulakademie, Herrn Dr. Roman Brösch. Die heutige Tagung ist zugleich eines von vier unserer Lernforen, das unser Regionalbüro in diesem Jahr veranstaltet. Heute und morgen werden nominierte und ausgezeichnete Schulen des Deutschen Schulpreises mit uns diskutieren und ihre praktischen Erfahrungen zur Tagungsthematik einbringen. Ein Markenzeichen, ein Motto des Regionalbüros oder des Deutschen Schulpreises, das haben Sie ja hier auf Ihren Stühlen, nämlich mehr gute Schulen. Dass wir beide hier gemeinsam begrüßen, zeigt schon, dass unsere Tagung eine Kooperationstagung ist. Wir freuen uns, dass es gelungen ist, die Perspektive der Menschenrechte, insbesondere in ihrer Konkretion als Kinderrechte einerseits, und die Perspektive von Pädagogik, Bildung und Schule andererseits, mit dieser Tagung zusammenzubringen. Das wird deutlich in der Kooperation der genannten Institutionen und vieler mit ihnen verbundenen Kolleginnen und Kollegen und darüber hinaus auch in unseren weiteren Kooperationspartnern, dem Menschenrechtsbüro der Stadt Nürnberg und der wissenschaftlichen Arbeitsstelle Evangelische Schulen in Hannover. Allen Beteiligten möchten wir jetzt schon herzlich danken für die gute Zusammenarbeit bei der Vorbereitung der Tagung und ihr Engagement bei der Durchführung. Ja, aber am wichtigsten sind natürlich Sie, unsere Mitwirkenden und Tagungsteilnehmenden. Es ist schön, dass wir insgesamt 180 Teilnehmende begrüßen können. Übrigens sind einige da, die sich nicht online beworben haben. Ist kein Problem. Bitte sind Sie aber so lieb und tragen Sie sich noch in unsere Listen ein vorne im Tagungsbüro. Ja, besonders freut uns natürlich, dass wir neben ausgewiesenen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Bildungspolitik auch zahlreiche Schulen zur Mitwirkung gewinnen konnten. Sie alle sind unsere Ehrengäste, von daher verzichten wir hier auf die Nennung von Namen. Besonders wichtig war uns, dass wir hier nicht nur über Menschenrechte von Kindern und Jugendlichen reden, sondern auch mit ihnen ins Gespräch kommen. Von daher ein spezielles, herzliches Willkommen allen Schülerinnen und Schülern, die heute bei uns und morgen bei uns sind. Darf ich mal fragen? Inhaltlich haben uns Überlegungen zu der Frage
Tagung inspiriert, die sich in einigen im Grunde recht einfachen Hauptthesen zusammenfassen lassen. Wir gehen davon aus, dass die Orientierung an den Menschenrechten unsere Gesellschaft menschlicher machen und unseren Zusammenhalt stärken kann. Analog gehen wir davon aus, dass die Orientierung an den Menschenrechten von Kindern und Jugendlichen unsere Schulen menschlicher macht und die Schülerinnen und Schüler auf ein gutes Zusammenleben in unserer heute oft so zerrissen wirkenden Gesellschaft vorbereitet. Und es zeigt sich, dass die Orientierung von Schulen an den Kinderrechten erstaunlich weitgehend kompatibel ist mit reformpädagogischen Ansätzen, die aus pädagogischer Sicht eine deutlichere Orientierung an den Bedürfnissen und Fähigkeiten von Kindern fordern. Gute Schulen sind menschengerechte Schulen und damit kindgerechte Schulen. Die Ausrichtung an den Kinderrechten kann Schulen helfen, gute, menschengerechte Schulen zu werden. Wir rechnen damit, dass sich das in den 9 Panels und insgesamt 19 Workshop-Angeboten unserer Tagung belegen und konkretisieren lassen wird. Ja, das bedeutet jedoch nicht, dass durch die Orientierung von Schulen an den Kinderrechten keine Konflikte und Probleme mehr an den Schulen auftauchen würden. Schule ist vielmehr auch ein Spiegel unserer Gesellschaft. Und wenn in der Gesellschaft der Umgangston rauer wird, wird das auch Auswirkungen auf den Umgangston in unseren Schulen haben. Und wenn die Gesellschaft diskriminierte Verhalten wieder salonfähig macht, dann müssen auch wir in unseren Schulen damit rechnen. Die Kinderrechte können für die Schulen aber auch einen Rahmen bieten, innerhalb dessen Konflikte bearbeitet und Auseinandersetzungen ausgetragen werden können. Letztlich wird es darum gehen, dass sich eine Schulkultur entwickelt, die auf menschenrechtlichen Grundwerten aufbaut, in der man friedlich streiten lernt und konstruktiv die gemeinsamen Regeln und Ziele von Schule ausmacht. Und das heißt, eine Schulkultur, in der man lernt, was eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft ausmacht. Demokratiebildung hat sich in den letzten Jahren angesichts der gewachsenen Spannungen in unserer Gesellschaft zu einer zunehmend wichtigen Aufgabe von Schule entwickelt. Es war für mich als Theologe, würde ich so sagen, eine mittlere Offenbarung, als ich vor einiger Zeit das Buch dem Manifest von Professor Lothar Krachmann in die Hand bekam und entdeckte, dass darin genau dieser menschenrechtliche bzw. kinderrechtliche Grundansatz für öffentliche Schulen konzeptionell entwickelt und konkretisiert wurde, der mir auch irgendwie vorschwebte. Das Buch mit dem Titel, worauf Kinder und Jugendliche ein Recht haben, dokumentiert neben dem Manifest Ergebnisse der Tagung zum 25. Jubiläum der UN-Kinderrechtskonvention. An diese Tagung und ihre Ergebnisse wollen wir mit unserer Tagung zum 30. Jubiläum anknüpfen und die damals entwickelten Ideen weiterführen. Von daher freuen wir uns ganz besonders, dass Herr Professor Krachmann unter uns ist, der insgesamt 8 Jahre lang im UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes mitgearbeitet hat und in vielfältiger Weise zur Umsetzung der Kinderrechte in Deutschland beigetragen hat. Das Buch können Sie übrigens nachher auf unserem Büchertisch im Mahlsaal, an dem Informationstisch der Bundeszentrale für politische Bildung, sich anschauen und auch zu einem Sonderpreis bei der Bundeszentrale bestellen. Bevor wir nun inhaltlich in die Tagung einsteigen, freuen wir uns auf 2 Grußworte. Das erste wird der Vizepräsident für Forschung, Vizepräsident Research unserer Universität sprechen, Herr Professor Leute. Meine Damen und Herren, ich freue mich außerordentlich, jetzt heute hier in Nürnberg in der Bildungshaus St. Paul auf dem
vertreten zu können. Der Tagungsort im Hintergrund des Themas der Tagung, Menschenrechte von Kindern und Jugendlichen im Kontext der Schule, könnte nicht besser gewählt sein. Ich gehe davon aus, dass es kein Zufall war, hier zu wählen, im Tagungsort. Markiert er doch schon im Ansatz die Interdisziplinarität, ja, den Auftrag, Menschenrechte auch mit Bildung zu verknüpfen. Ich gehe davon aus, dass das unseren Kolleginnen und Kollegen Konsens ist. Die heutige Tagung ist bereits die zweite, ist kein singulärer Akt, ist bereits die zweite große Tagung, die im Kontext der Menschenrechte hier in Nürnberg stattfindet. Im Juni haben wir uns hier getroffen, und zwar im historischen Rathaus, da wir heute Abend an Empfang haben, zu einer Tagung mit dem Thema Human Rights in the Times of Contestation. Und ich würde mal davon ausgehen, dass auch hier im Kontext der Menschenrechte für Kinder und Jugendliche eine Contestation, eine Challenge vorhanden ist, die in der Diskussion sein wird, und hier vielleicht ein Wort unseres Sprechers Heubert aufzunehmen, der sagte, ja, Rechte, ja, und alle wissen es, die Kinder wissen es, die Erwachsenen wissen es, die Fachkräfte wissen es, aber Recht zu haben und Recht zu bekommen, das sind zweierlei Paar Schuhe. Und ich glaube, darum geht es, diese Dinge zu vermitteln. Heute geht es um eine Bestandsaufnahme, nämlich Menschenrechte von Kindern und Jugendlichen. Eine Bestandsaufnahme, die wir sozusagen fortschreiben in der Diskussion, die wir an der Friedrich-Alexander-Universität führen. Und ich darf Ihnen sagen, dass Menschenrechte im Kontext auch anderer Disziplinen, also in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Disziplinen, ein Schwerpunkt der Friedrich-Alexander-Universität ist. Wir hatten im Frühjahr ein Forschungsretreat, wie wir sagen, zwei Tage Diskussionen in einem Platz, sozusagen, wo man nichts anderes tun kann als diskutieren und nicht ausgreifen kann, sozusagen. Da ging es darum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der FAU zusammenzubringen in den Dreiklang Klimafolgen, Migration und Menschenrechte. Auch hier ging es darum, die Personen zusammenzuführen, Synergien auszuloten für interdisziplinäre Forschungsvorhaben und Verbundprojekte in der Zukunft. Nun, Erfolg, und ich denke, die Menschenrechte und ihre wissenschaftliche Ausprägung hier, heute hier, wie auch in anderen Veranstaltungen, ist ein Erfolgskonzept der FAU. Und Erfolgskonzepte haben oft mehrere Komponenten. Auf der einen Seite eine gute Berufungspolitik, auf der anderen Seite auch natürlich ein Ökosystem. Das wurde schon angesprochen vorhin, das Ökosystem, in dem diese Tagung hier stattfindet. Begonnen hat das, wenn ich sagen darf, mit der Schaffung einer Professur, eines Lehrstuhls für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik im Jahre 2009. Da ist es uns gelungen, Herrn Neusser, Rainer Bielefeld, der hier unter uns ist, für die FAU zu gewinnen, eine international herausragende Person, ehemaliger Direktor des Instituts für Menschenrechte und UN-Sonderberichterstatter für Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Diese Berufungspolitik hat ihre Folgen gehabt. Wir haben dann ein wenig später Herrn Krajewski, der im Hauptauditorium sitzt, berufen können, der ebenfalls eine herausragende Person ist international und der dann zusammen mit den anderen dann im Jahre 2015 das von eben angesprochene CREN, also das Center for Human Rights Erlangen-Nürnberg, begründet hat, in einem Jahr, das durchaus virulent war. Wir hatten damals auch den Einstieg in die Migrationsdebatte und ich erinnere mich sehr gerne an die Diskussionen, die wir da gemeinsam hatten, um ein gutes Programm, sozusagen Onboarding für Geflüchtete hier an der FAU aufzugleisen, das seine Vergleiche in der Bundesrepublik Deutschland sucht. Dieses interdisziplinäre Forschungszentrum vereint Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dreier Fakultäten der FAU. Auch hier ist eine Gründungskomponente, Herr Keller mit als Gründungsmitglied dieses CREN, also eine interdisziplinäre Veranstaltung, die drei Fakultäten umfasst: die Geisteswissenschaften, die Wirtschafts- und Rechtswissenschaften sowie die Medizin. Berufungspolitik ist, wie ich sagte, sehr wichtig. Wir haben jetzt gerade in jüngster Zeit eine junge Professorin und eine Professorin gewinnen können, Frau Lihatter und Frau Fahrhardt, die sozusagen dem Motto der Universität folgen, nämlich Wissen in Bewegung bringen. Und
zwar dies mit Leidenschaft und Innovationskraft. Ich sprach von dem Ökosystem und auch hier ist wichtig zu wissen, es ist schon gesagt worden, aber ich möchte es gerne in dem Zusammenhang noch einmal aufgreifen, dass das CREEN also eine rege Zusammenarbeit pflegt mit den Institutionen in Ingolstadt, der Menschenrechte, Nürnberger Menschenrechtszentrum und der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien. Also diese vielen Aktivitäten kann man sozusagen in eine spezifische Menschenrechts-FAU-Formel gießen, nämlich einmal die hervorragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auf der anderen Seite eben die Institute, die hier in einzigartiger Weise zusammenarbeiten und hier eine Sichtbarkeit erzeugen, von der wir noch zu reden sein wird in der Zukunft, da bin ich ganz sicher. Lassen Sie mich ein paar, für die, die die FAU nicht so genau kennen, wenigstens ein paar Worte zu unserer Universität sagen. Die Universität ist vor 275 Jahren gegründet worden. Es war eine Zeit der Gründung, in denen also der Humboldtsche Geist um jede Ecke wehte. In der Geschichte, die sehr bewegt war, hat sich mittlerweile sozusagen eine Stabilisierung auf 5 Fakultäten herausgebildet, die das gesamte Spektrum der Wissenschaften abbilden, also über die von den Geistes- und Sozialwissenschaften, der Theologie, den Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, Naturwissenschaften, Medizin bis zu den Ingenieurwissenschaften. Das macht die Universität zu einem Sonderfall in der Bundesrepublik Deutschland, nämlich eine Universität, die sozusagen das volle Spektrum abbildet und gleichzeitig auch eine einzige Fakultät hat für Ingenieurwissenschaften, die auch eben sehr stark dadurch interdisziplinär ausgerichtet ist. Wir haben ungefähr 40.000, das schwankt ein bisschen, etwas unter 40.000 Studierenden, 660 Professorinnen und Professoren, 14.000 Mitarbeiter, wenn man mal die Mitarbeiter der Kliniken zusammen einbezieht. Sie sehen, das ist also eine große Institution, gehört damit auch zu den großen Forschungsuniversitäten in diesem Lande. Diese Vielfalt spiegelt sich auch wieder in vielen Studiengängen. 170 Studiengänge davon sind es 20 internationale Studiengänge. Und unter diesen ist eben auch der Masterstudiengang Human Rights, der hier bestens vertreten ist durch die Mitglieder und Mitglieder der Sprecher dieses Studiengangs ist. Lassen Sie mich kurz ausholen, auch in andere Regionen sozusagen. Wir haben schon gesagt, Formel, nicht die FAU-Formel für Erfolg, die FAU ist nicht so sichtbar vielleicht wie die TU München, die RWTH Aachen oder andere Universitäten. Man braucht eine Formel, um das die Universität sichtbar zu machen. Eine Sichtbarkeit besteht ganz sicherlich darin, dass wir mit Stolz sagen können, dass wir auf der Basis eines Rankings, ich will ja nicht viele Rankings nennen, die langweilig sind vermutlich, aber ein Ranking ist schon von Bedeutung, das Reuters Ranking for Innovation, und in diesem Ranking, das ist ein internationales Ranking, ist die Universität, Friedrich-Alexander-Universität, auf Platz 1 in Deutschland und auf Platz 2 in Europa. Dieses Zusammenspiel ist es, ja, das Zusammenspiel von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und außeruniversitären Instituten, die den Erfolg ausmachen. Hier haben wir intensivste Kooperationen mit den Fraunhofer-Instituten. Das IIS ist das größte Fraunhofer-Institut in Deutschland, mit dem Max-Planck-Institut für die Musik des Lichtes, dem Helmholtz-Institut für Energie und Dünnfilme und anderen Partnern in der Metropolregion Nürnberg. Die Interdisziplinarität und diese Konstellation, die ich jetzt in 2 Beispielen genannt habe, führt mich zurück auf die heutige Tagung. Denn mit dem Bestreben, in die Bildungspolitik und die schulische Praxis hineinzuwirken, lässt sich die Tagung als direkte Umsetzung des FAU-Dreiklangs Research Education Outreach verstehen. Darauf kommt es, glaube ich, auch in Zukunft an, diese Dinge zu verbinden. Besonders ist, dass hier Menschenrechtsperspektiven mit bildungswissenschaftlichen Perspektiven zusammengebracht werden und zugleich mit akademischer Reflexion und schulischer Praxis vermittelt werden. Dies zeigt sich auch bei den beiden Co-Veranstaltern und Kooperationspartnern der FAU-Kompetenzstelle oder des Kompetenzzentrums, wie wir gerade auch gehört haben. Das finde ich eine sehr gute Bezeichnung für Schulentwicklung und Evaluation der KSE, dem Regionalbüro Nürnberg sowie dem Menschenrechtsbüro der Stadt Nürnberg und der wissenschaftlichen
Arbeitsstelle der evangelischen Schule. Sie sehen, der Brückenschlag zwischen Wissenschaft und Praxis zeigt sich vor allen Dingen in dem Zusammenwirken zwischen den verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen, zwischen den Institutionen, aber eben auch, nicht zuletzt und hier besonders deutlich heute, mit den Schulen, die ihre eigenen Erfahrungen und Praxisprojekte Ihnen hier heute vorstellen werden und morgen. Und mit dem Thema Kinderrechte wird ein Thema aufgegriffen, das gegenwärtig auch politisch sehr aktuell ist. Und wie ich denke und weiß, soll das nach dem Willen der Großen Koalition ja ins Grundgesetz mit aufgenommen werden. Zum Schluss bleibt mir noch Ihnen allen eine spannende Tagung zu wünschen, viel Diskussion, viel interdisziplinären Austausch oder auch disziplinären Austausch und letztlich auch, dass Sie die Dinge, wie man heute so sagt, auf die Straße bzw. in die Schulen bringen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Das haben den Geschäftsführer der Deutschen Schulakademie, Dr. Roman Rösch. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Professor Leuterin, ich kann was sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, ich freue mich auch sehr, heute hier in Nürnberg zu sein, zur Tagung, ich sage jetzt mal Kinderrechte. Für mich ist das immer so ein bisschen ein Heimspiel. Ich bin nämlich eigentlich auch Promovent, habe hier studiert, habe hier meine Lernzeit gehabt. Und ja, jetzt kann man so ein bisschen, in den ersten Teil des Grußwortes möchte ich eigentlich erklären, wo komme ich her, wer ist die Deutsche Schulakademie. Und das fällt mir heute besonders leicht. Sie müssen jetzt so ein bisschen einen Perspektivwechsel machen. Wenn ich nämlich in die Menge schaue, sehen Sie wirklich diese vielen Taschen. Und das sind Taschen, die habe ich aus Berlin mitgebracht. Ich kann das jetzt nicht im Berliner Dialekt aussprechen, aber es geht letztendlich um mehr jüdische Schulen. Und das ist auch der Sinn und Zweck der Institution, die ich heute vertrete. Und ich möchte erst ein paar Worte eben zur Deutschen Schulakademie sagen. Die Deutsche Schulakademie ist eine eben deutschlandweit tätige Institution, getragen von zwei Stiftungen, von der Robert-Bosch-Stiftung und der Heiderhoff-Stiftung. Wir haben uns vorgenommen, und es steht auf den Taschen, mehr gute Schulen, mehr gute Schulen in Deutschland. Wir wollen also Schulqualität verbessern und das kann man auch schlicht ausdrücken, wir versuchen Schulen in Schulentwicklungsprozessen in ganz Deutschland zu unterstützen. Wir machen das nicht alleine, wir machen das mit einem großen Schulnetzwerk. Das ist das Schulnetzwerk der Preisträgerschulen des Deutschen Schulpreises und das ist auch unser ganz besonderer Ansatz. Das ist der Ansatz aus der Praxis für die Praxis. Also wir entwickeln unser gesamtes Programm, kann man sagen, bottom-up. Wichtig dabei ist, dass unsere Programmangebote sich eben nicht nur an die Preisträgerschulen wenden, sondern dass alle Angebote für alle Schulen in Deutschland ein Großteil unseres Programmes betreiben wir zusammen mit Partnern und Partnerinnen. Das sind zum Teil staatliche Institutionen wie die Lehrerfortbildungsinstitute, aber auch private Schulträger etc. Es freut mich auch besonders, dass wir ein gemeinsames Projekt mit Partnern hier auch in Mittelfranken, ich sage jetzt mal auf die Straße bringen konnten. Wir haben eine sogenannte Werkstatt Lernbegleitung und Leistungsrückmeldung hier in Mittelfranken laufen, zusammen mit Partnern der Regierung Mittelfranken und der Gutmann-Stiftung. Das zur Deutschen Schulakademie. Thema Kinderrechte. Das Thema Kinderrechte ist natürlich auch in der Deutschen Schulakademie ein ganz, ganz wichtiges Thema und schon seit der Gründung im Jahr 2015. In Vorbereitung auf die heutige Tagung habe ich mir auch nochmal die Untersuchungen von Anne-Dore Prengel angeguckt. Viele von Ihnen werden sie kennen, die Rekaner-Reflexionen. Und es ist natürlich immer wieder erschreckend, wenn man die Daten sich anschaut. Also Frau Prengel hat schon vor Jahren festgestellt, dass 5% aller pädagogischen Interventionen in Schule von Kindern und Jugendlichen als schwer und sehr verletzend wahrgenommen werden. Wenn sie dann noch in einer nächsten Stufe, das sind 20%, werden als leicht verletzend eingestuft. Das sind sehr erschreckende Zahlen und ich glaube, jeder von Ihnen, der tagtäglich im Klassenzimmer steht, reflektiert vielleicht nochmal, was das für Situationen sein können. Höchst aktuell übrigens auch, ich habe die Woche in Spiegel Online auch wieder gelesen, da war die große Überschrift, da hat sich das auf den frühkindlichen Bereich bezogen,
Demütigung von Kindern in Kindertagesstätten keine Ausnahme. Ja, was fangen wir damit an? Ist auch Thema, glaube ich, der heutigen Tagung. Was heißt das für den Kontext Schule? Nur ein paar Hinweise vielleicht von meiner Person, ein paar Gedanken. Natürlich muss es so sein, dass es dazugehört zum professionellen Selbstverständnis eines jeden Pädagogen, eines jeder Pädagogin, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen, zu reflektieren. Ja, was heißt das mit meiner pädagogischen Haltung? Was heißt das bezogen auf meinen Unterricht? Wichtiger aber noch, und das wäre die Haltung eigentlich auch der Deutschen Schulakademie, dass das Thema Kinderrechte auch Eingang findet in einen gemeinsamen Lernprozess eines gesamten Kollegiums. Ja, ganz klar, Stichwort Schulentwicklung. So möchten wir als Schulakademie, und das versuchen wir in vielen Programmen, Anregung des Formen des Demokratielernens, der Schülerpartizipation, aber auch der globalen Verantwortungsübernahme Teil eines Schulkonzeptes werden. Wir möchten Schulen auch ermutigen, und das ist, glaube ich, die besondere Herausforderung für viele von Ihnen, gerade in den Großstadtschulen, dass ja Kinder und Jugendliche inzwischen aus aller Welt kommen, mit ganz unterschiedlichen Haltungen, mit ganz unterschiedlichen religiösen Anschauungen und auch mit ganz unterschiedlichen Haltungen wahrscheinlich zum Thema Kinderrechte. Und es geht immer wieder darum, diese Kinder in die Schulgemeinschaft zu integrieren, in unsere Gesellschaft zu integrieren. Letztendlich mit dem großen Ziel, Kinder widerstandsfähig zu machen, ja, der neue Begriff ist resilient zu machen. Ich sage mal, gegen die vielen, ja, wie soll man es ausdrücken, Bevormundungen vielleicht. Und diese Bevormundungen sind zum Teil auch innerhalb der Schule, aber eben auch außerhalb der Schule. Und es geht vielleicht nicht nur auch um Widerstandsfähigkeit, viel wichtiger ist auch nochmal, jedem Einzelnen zu vermitteln, und es ist wirklich eine große Aufgabe, dass er wichtig ist, dass es auf ihn ankommt in dieser Welt, die ja immer komplizierter und komplexer wird und wo sich auch die Erwachsenen manchmal gar nicht mehr so auskennen. Ja, vor diesem Hintergrund freuen wir uns, und das ist ja unser Beitrag der Tagung, Ihnen in Kooperation mit unserem Regionalbüro eine ganze Reihe von Praxisbeispielen vorzustellen. Ich glaube, das sind die sogenannten Open Choice Angebote. Ne? Also es gibt immer wieder die Möglichkeit, auch auszuwählen. Das sind in erster Linie Praxisbeispiele aus der Region. Und da wird auch nochmal schön deutlich, dass auch das Thema Kinderrechte hier schon angekommen ist. Es gibt ein paar Beispiele auch aus dem Umfeld des Deutschen Schulpreises. Ich möchte an der Stelle aber auch nochmal darauf aufmerksam machen, ich glaube, es gab es auch im Newsletter schon einen Hinweis darauf. Es gibt das Deutsche Schulportal, das ist ein Online-Portal, das die Deutsche Schulakademie zusammen mit der Bosch-Stiftung und der Heidehoff-Stiftung betreibt. Und auf diesem Online-Portal können Sie das ein oder andere Beispiel auch aus dem Netzwerk der Preisträgerschulen sich nochmal zu diesem Thema anschauen. Vielleicht ist das auch nochmal eine Anregung, wenn der ein oder andere Kollege zurückgeht in sein Kollegium, man kann sich so einen Film anschauen und kann vielleicht so den ein oder anderen Impuls aus dieser Tagung auch in den Schulentwicklungsprozess tragen. Ja, das wäre es von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich hier heute in Nürnberg bin. Wie gesagt, für mich immer auch ein Heimspiel. Ich freue mich auf die Tagung, die vielen Praxisbeispiele, den Austausch mit der Wissenschaft und wünsche uns viele angeregte Diskussionen. Guten Morgen allerseits, mein Name ist Heiner Bielefeld. Ich darf heute Vormittag die Moderation übernehmen und möchte keine langen Worte vorweg sagen, aber doch einen Satz oder anderthalb. Also Kinderrechte sind Menschenrechte. Und die Kinderrechtskonvention ist keine Separatkonvention, sondern Bestandteil der allgemeinen Menschenrechte. Wenn manche Staaten nur diese Konvention ratifiziert haben, ist was faul. Ich bin ganz sicher, Herr Klappmann wird das auch noch bestätigen können. Aber umgekehrt gilt natürlich auch, so wenig man die Kinderrechte isoliert sehen kann, man muss sie im Integral der Menschenrechte sehen, so wenig ist das Ganze der Menschenrechte unberührt geblieben, davon, dass es jetzt auch die Kinderperspektive in den Menschenrechten gibt. Und das ist eine Perspektive für die Menschenrechte im Ganzen, für die Menschenrechtskultur im Ganzen, für eine demokratische Kultur, und das erleben wir im Moment vor allem freitags. Also ich würde hier gar nicht von Schulstreik reden, sondern davon,
dass die Schule auf die Straße kommt und die Kinder ihr Recht auf Bildung für alle öffnen. Und das ist vielleicht ein Beispiel dafür, dass Kinderrechte tatsächlich die demokratische Kultur insgesamt bereichern können. Wer das jetzt in Deutschland sich anschauen will, kommt an Jörg Maywald nicht vorbei. Ich darf Sie also jetzt vorstellen, auf die Bühne bitten. Also, wir kennen uns ja auch schon seit einiger Zeit. Herr Maywald, das kann man sicher so sagen, hat mit den Kinderrechten sein Lebensthema gefunden. International Coalition der Kinderrechte ist halt der Sprecher seit 2002, wenn das Internet ausnahmsweise mal stimmt. Also weiß ja von den Informationen, die bei meinen Personen da drin sind, dass man die nicht braucht. Ja, ist das so 2002? Nee, aber die war natürlich vorher schon lange ein Aktivist, sonst käme man ja auch gar nicht in diese Funktion. Und sie sagt mir eben, also eigentlich sind sie seit 30 Jahren dabei, seit 30 Jahren Aktivist für die Kinderrechte. Und die National Coalition, das ist ein Riesending. Ja? Also mit 101 zivilgesellschaftlichen Organisationen, also es bedarf dann schon einer besonderen Netzwerkerkunst, um diesen Laden zusammenzuhalten, voranzubringen, und da sind Sie ganz sicher der Richtige. Vielen Dank. Schönen guten Morgen, herzlichen Dank für die Einladung und lieber Herr Schmidt, ganz lieben Dank für die sehr freundliche Vorstellung. Lebensthema, das hat mich unwillkürlich tatsächlich an meine Kindheit, Schulzeit zurückgehen lassen. Natürlich bin ich nicht mit den Kinderrechten zur Welt gekommen. Das war in meiner Kindheit kein wahrnehmbares, für mich nicht wahrnehmbares Thema. Aber wie alle Kinder hatte auch ich lange vor jeder Bewusstheit für Rechte ein Gefühl für Gerechtigkeit, für Fairness, für das, was okay ist und was nicht in Ordnung ist. Auf die Schule bezogen beispielsweise, wir in den 1960er Jahren in Baden-Württemberg zur Schule gegangen, kannten Stockstellen. Nicht alle Lehrer, nicht alle Lehrerinnen haben das getan, aber die Grundstrafe in Baden-Württemberg wurde erst in den Schulen in den 1970er Jahren abgeschafft. Und ich erinnere mich noch, wenn ein Kind etwas ausgefressen hat, und eigentlich fressen Kinder immer was aus, das gehört ja auch zur Kindheit mit dazu. Nach meiner Erinnerung übrigens sind in diesem Fall nur die Jungen, die Mädels bekamen andere Strafen, mussten in der Ecke stehen oder wurden aus dem Klassenzimmer geschmissen. Aber bei den Jungen gab es noch Stockschläge und ich erinnere mich so weit auch, man musste nach vorne treten und hinten kicherte es. Das war übrigens das Schlimme. Nicht der körperliche Schmerz, sondern die Beschämung, vor den anderen Kindern nach vorne treten zu müssen. Meistens zog man seine Hand erstmal zurück, weil sich kein Kind freiwillig trauen lässt. Dann hielt der Lehrer die Lange fest, hinten kicherte es noch mehr. Das war das Schlimme. Die Entwürdigung, die Beschämung vor den anderen Kindern. Man bekam dann 4 oder 5 Tatzenstockschläge. Und das fand ich nicht in Ordnung, nicht gerecht als Kind. Vor 30 Jahren, in wenigen Wochen, ist es soweit, wurde in New York von der Generalversammlung der Vereinten Nationen das Übereinkommen über die Rechte des Kindes und Kinderrechtskonvention einstimmig, übrigens auch die USA, den Finger erhoben, sie hat noch nicht ratifiziert oder die Konvention nicht ratifiziert, 2 Zusatzprotokolle hat sie sogar ratifiziert, aber da haben wir noch einigen Bedarf, einstimmig verabschiedet. Es wurde schon erwähnt, es ist das am meisten, weltweit am meisten ratifizierte Menschenrechtsübereinkommen. Es ist auch insoweit einmalig, als
es eine ganz große Spannbreite von Menschenrechten umfasst, politische, bürgerliche Rechte, aber eben auch die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, ein umfassendes Vertragswerk auf die Mehrheit der Weltbevölkerung bezogen. Die Mehrheit der Menschen auf dieser Welt sind weniger als 18 Jahre alt, also Kinder oder Jugendliche. In Deutschland haben wir einen anderen Altersaufbau, aber wir brauchen ja hier auch die globale Perspektive. Und in Deutschland, muss man sagen, war diese Konvention lange nicht sehr im Blickpunkt. Sie kennen alle dieses Bild, der Mauerfall 1989. Heute haben wir den Tag der Deutschen Einheit, 9. November ist das, nicht der 3. Oktober. Und New York blickte nach Berlin und nicht umgekehrt. Und nur 11 Tage später wurde die Kinderrechtskonvention verabschiedet, also in einem solchen weltpolitischen Kontext. Ja, vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt. Deutschland war sehr mit sich, mit Europa, mit der beginnenden Vereinigung Deutschlands beschäftigt, dass die Rezeption hierzulande ein bisschen gedauert hat. Es hat aber sicherlich auch politische Gründe, denn Deutschland hat die Kinderrechtskonvention der Bundesregierung damals nicht vorbehaltlos ratifiziert, sondern mit deutlich Vorbehalten, darunter einem aus meiner Sicht immer noch skandalösen, dass nämlich Deutschland sich vorbehalten hat, Unterschiede zu machen zwischen in- und ausländischen Kindern. Das geht gar nicht. Es geht um ein Menschenrechtsübereinkommen. Einfach weil ein Kind ist, egal welchen Pass, deutschen, ausländischen oder gar keinen, selbstverständlich. Das brauchte viele Jahre. Wir haben hart auch als National Coalition dafür gekämpft. Dann endlich 2010, also jetzt vor 9 Jahren, hat die Bundesregierung die Vorbehaltserklärung zurückgenommen. Seitdem gilt diese Konvention für jedes in Deutschland lebende Kind, unabhängig von jeder Eigenschaft, jedem Status des Kindes, einfach weil es ein Kind ist. Etwa parallel, also 30 Jahre ist es jetzt ja her, hat sich weltweit global das etabliert, was wir einen Child Rights-Based Approach nennen, einen kinderrechtsbasierten Ansatz. Kinder, und jetzt geht es durchaus auch schon in Richtung Praxis, Schule unter anderem, nämlich Kinder nicht nur als Bedürfnisträger zu sehen, das heißt, was braucht ein Kind, das ist ja die Fragestellung, mit der auch ich meine Ausbildung durchlaufen habe, sondern eben auch zu fragen, welche Ansprüche hat ein Kind, welche Rechte hat es, und das verändert die Perspektive in vieler Hinsicht. Bestes Beispiel übrigens UNICEF. Sie kennen alle UNICEF, natürlich. UNICEF war die ersten Jahrzehnte keine Kinderrechtsorganisation. Auch heute heißt es ja noch offiziell das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Es war eine Wohlfahrtsorganisation, die sich erst allmählich, und auch hier das Datum natürlich, 20. November 1989 zur Kinderrechtsorganisation entwickelt hat. Heute alle Statements von UNICEF weltweit, aber auch in Deutschland, klar kinderrechtsbasiert. Und diese Entwicklung eben nicht nur UNICEF, alle großen weltweit tätigen Kinderrechtsorganisationen und Zivilgesellschaft im Bereich UNICEF ist eine zwischenstaatliche Organisation, neben die Save the Children, die weltweit größten, viele andere, aber auch in Deutschland, der Deutsche Kinderschutzbund, das Deutsche Kinderhilfswerk, wir erzählen für das Kind, aber auch Wohlfahrtsorganisationen, Caritas, wenn es um Kinder geht, die Diakonie, die Arbeiterwohlfahrt, viele andere, das Rote Kreuz und so weiter, haben sich auf den Weg gemacht, wir sind mittendrin, sich zur kinderrechtsbasierten Organisation zu wandeln. Ich glaube, es gibt einen zweiten Grund, der ist ratsam, auch für Sie, wenn Sie im schulischen Bereich als Schülerinnen und Schüler oder auch als Lehrkraft oder in anderer Verantwortung tätig sind, auf Schule kinderrechtsbasiert aufzustellen. Nicht nur, weil alle es machen, das ist ja an sich noch ein schwaches Argument, aber es gibt, glaube ich, ein gesellschaftliches und gesellschaftspolitisches Argument, was das sehr nahelegt. Der Begriff fiel übrigens vorhin schon in einer der Begrüßungsworte, nämlich Vielfalt. Wir haben mehr Vielfalt, das zeigt der Blick in jede Schule. Wir haben soziale größere Vielfalt, mehr arme Kinder, aber auch mehr reiche Kinder. Es geht auseinander, die Schere. Natürlich haben wir sprachliche Vielfalt, religiöse Vielfalt, kulturelle Vielfalt.
Und wo mehr Vielfalt ist, wächst, fast automatisch wächst, der Bedarf nach klaren Regeln. Logisch. Wo Menschen unterschiedlich sind, braucht es verbindliche, auch legitimierte, klare Regeln, die denen gegenüber alle verpflichtet sind, auf die sich alle beziehen können. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, wir haben Regeln. Wenn Sie nach Deutschland kommen, nehmen wir jetzt Zuwanderer, Familien, müssen Sie an Gesetze hierzulande halten, das ist selbstverständlich. Wir haben auch andere Wertebezüge, auch religiöse Traditionen, Überzeugungen, auch kulturelle Prägungen, die uns verbinden. Aber ich glaube, es gibt gute Argumente dafür, ergänzend, das ist dann in vielen Hinsicht anschlussfähig an religiöse, kulturelle Überzeugungen anzuknüpfen, natürlich auch an die Regeln und Gesetze, die in Deutschland gelten, nur an das Grundgesetz, auch internationale Regelsysteme als Bezugspunkt zu nehmen, schon allein aus dem Grund, weil Sie sagen können, Sie kommen aus der Ukraine, aus Chile, aus Frankreich, aus Afghanistan und nachher, Sie kommen, das Land, aus dem Sie kommen, hat unsere Kinder und Jugendliche gehen von Kinderrechtskonventionen ratifiziert. Das Land, aus dem Sie kommen, abgesehen von USA mit der kleinen Ausnahme, aber sonst alle Länder dieser Welt, und Ratifikation bedeutet eben nicht nur in New York den Finger gehoben zu haben, sondern sich, egal ob Diktatur oder Demokratie, verpflichtet zu haben, diese Konvention innerstaatlich umzusetzen. Wir wissen zwar, dass in vielen Ländern Kinderrechte kaum eine Chance haben, schauen Sie nach Syrien oder in andere Länder hinein, aber es ist dennoch ein wichtiger Bezugspunkt zu sagen. Und immer wieder die Regierungen daran zu erinnern, dass wir inzwischen eben doch ein weltweites Kinderrechts- und Menschenrechtssystem haben, auf das wir uns beziehen können, auch wenn dies nur in vielerlei Hinsicht auf dem Papier steht. Vielleicht noch ein letzter Vorbemerkungspunkt. Die Kinderrechtskonvention ist auch insoweit besonders, als sie sowohl die für alle Menschen geltenden Rechte beinhaltet, das, was wir Equal Rights nennen, also gleiche Rechte für Kinder und Erwachsene, selbstverständlich, andere Menschenrechtsübereinkommen gelten selbstverständlich auch für Kinder, aber eben auch die auf die besonderen Bedürfnisse von Kindern zugeschnittenen Kinderrechte, also Special Rights, insbesondere die kindliche Perspektive in den Blick nehmen und hier tatsächlich auch zu gewichtigen, ergänzenden Aussagen kommen, ob das nun die Frage des sexuellen Missbrauchs betrifft, wo es natürlich nochmal eine kindbezogene Perspektive nämlich, um es kurz anzudeuten, völlig unabhängig, wir haben ja solche Fälle immer wieder, ob ein Kind mitmacht, in Anführungszeichen würde ich es übersetzen, oder gar einverstanden ist, dass dennoch schwerer sexueller Missbrauch ist, weil das Prinzip ist in Form Consent auf kinderbezogen, also der informierten Zustimmung auf kinderbezogen, natürlich nicht gelten kann, weil Kinder gar nicht in der Lage sind, ein Machtverhältnis hier nach. Nur mal ein Beispiel zu nennen, hier braucht es eben auch die Kindperspektive in Menschenrechten in Hinsicht und insoweit ja auch ein absolutes Verbot tabu sexueller Diskriminierung erwachsen. Aber ich könnte auch andere Themen nehmen, nehmen wir das Thema Beteiligung, Partizipation. Natürlich haben Kinder die Meinungsfreiheit, klar, wie alle Menschen haben auch Kinder diese Meinungsfreiheit. Aber was nützt es einem Säugling? Die Meinungsfreiheit. Ein Säugling hat einen Willen, er hat eine Meinung, das weiß jede Mutter, jeder Vater, einen sehr starken Willen und eine Perspektive, Wohlsein, Unwohlsein, Körpersprache, mimisch, gestisch, natürlich. Und deshalb eben Artikel 12 von Kinderrechtskonvention nicht allein das Recht, seine Meinung zu äußern, sondern darüber hinaus eben auch, dass das Kind das Recht hat, gehört zu werden. Right to be heard, Überschrift dieses Artikels im Englischen und darüber hinaus auch, dass die Meinung, der Wille des Kindes auch entsprechend Alter und Reife auch berücksichtigt werden muss. Das appelliert natürlich an die Verantwortung der Erwachsenen für Kinder, aber es macht auch deutlich hier, dass hier kindspezifische Formulierungen der Menschenrechte gefunden werden. Ich habe vor,
4, 5 Punkte hier darzustellen. Ein ganz kleiner Blick zurück. Es ist ja auch von den Bestandsaufnahmen die Rede, das wird relativ kurz halten. Ich will dann den aktuellen Stand darstellen, auch auf einige Missverständnisse im Kinderrecht und so eingehen, den Kinderrechtsansatz kurz darstellen. Ein paar Worte zum Monitoring sagen, das ist im Moment noch sehr aktuell, weil Deutschland gerade dran ist beim UN-Ausschuss, aber demnächst dran sein wird und da schon die ganzen Vorbereitungen laufen. Dann würde ich mich auch gerne zur Schule äußern in einigen Anmerkungen und gegen Ende einige Forderungen oder Zukunftsperspektiven könnte man das auch nennen, formulieren. Dazwischen gibt es ein paar Folien tatsächlich auch zu den Anmerkungen, die schon genannt wurden, aber ich gehe davon aus, dass das zu viel wird und deswegen will ich gar nicht dafür jetzt Werbung machen, dass ich die Folien aber bekomme. International, vieles wird hier bekannt sein, deswegen auch ganz kurz. Ich habe bewusst mal Janusz Korczak hier an den Anfang genommen, der auch etwa 100 Jahre jetzt her. Er war schon derjenige oder einer, vielleicht der bekannteste derjenigen, die Kinder nicht mehr nur als Objekt des Schutzes und der Fürsorge gesehen hat, sondern das Kind als Gegenüber gesehen hat und das Recht auf Achtung, auf Respekt, auf Dialog, auch mit den Kindern ins Gespräch kommen, um ihre Perspektive ernst zu nehmen. Das, was wir heute Beteiligung nennen, da war er sicher der Leuchtturm, wo er schon 100 Jahren damals noch illusionär, aber eben doch auch sehr prägend bis heute. Die anderen Aspekte, die Sie dort finden, will ich nur ganz kurz. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg eine erste Formulierung, Völkerbund, die Geneva Declaration. Da fällt mir übrigens ein kleines Zitat zur Schule ein. Woodrow Wilson war einer der Begründer des Völkerbundes, damals amerikanischer Präsident, sagte einmal mit Bezug zur Schule, dass es leichter sei, einen Friedhof zu verpflanzen, als eine Schule zu ändern. Da ist ein bisschen was dran. Also Schule sind Tanker. Und hier Veränderungen vorzunehmen, so Wilson ist eine sehr harte Bretter. Wir haben dann nach dem Zweiten Weltkrieg, nach Faschismus und schrecklichen Ereignissen im Zweiten Weltkrieg, Deutschland vorne dran, ja leider damals, dann 1959 die sogenannte erweiterte Erklärung zu den Kinderrechten der Vereinten Nationen. Da zum ersten Mal ist der Begriff Kindeswohl, des Kindes auch entscheidend, auch der Begriff der Kinderrechte. Und dann aber nach 10 Jahren Vorarbeit, 1989, eine verbindliche völkerrechtliche, verbindliche Konvention, eben die Kinderrechtskonvention und Staatenverpflichtung verbunden. 2002, der damals zweite, aber besonders wichtige Weltkindergipfel in New York, mit dem Abschlussdokument World Fit for Children in Deutschland, übrigens auch der nationale Aktionsplan für Kindergerechtigkeit in Deutschland, daraufhin entstanden, wo es doch schon mal mehr so in die Breite und Tiefe gegangen ist. Auch die Bundesregierung hat sich da verpflichtet, dann in diesen Aspekten des nationalen Aktionsplans hier viel mehr als zuvor mit Kinderrechten zu beschäftigen. Über die Behindertenrechtskonvention natürlich wegen des Stichworts Inklusion hier auch genannt. Es gibt, das ist der letzte Punkt, insgesamt 3 fakultativ oder Zusatzprotokolle, die 2 ersten schon länger in Kraft, Kinder in bewaffneten Konflikten betreffen und die Themen Kinder, da noch Pornografie. Ich ziehe es inzwischen vor, nicht mehr von Kinderpornografie zu sprechen, sondern von Missbrauchsabbildung, aber rechtlich ist es noch so gefasst. Kinderprostitution und kindesverständlich eher die Ausbeutung von Kindern in Prostitution nennen, weil es sonst den Anschein bekommen könnte, es gäbe gewissermaßen auch einen legitimierbaren Bereich von kindlicher Pornografie oder Kinderprostitution, das eben nicht gibt, es keine Nebenanmerkung, aber die Zusatzprotokolle heißen eben noch so. Und das Neue, das Dritte, auch nicht mehr ganz neu dort steht, ist, wir haben ein drittes Zusatzprotokoll betreffend ein Individualbeschwerdeverfahren. Greta Thunberg hat es ja gerade bekannt gemacht, zusammen mit anderen weltweit, auch einer deutschen Vertreterin, hat sich einen Überschuss gewandt, um hier ein Individualbeschwerdeverfahren und ihr Anliegen klimabezogen zu formulieren. Wir müssen mal sehen, ob es der UN-Ausschuss annimmt. Auf jeden Fall sorgt es für eine enorme Publizität.
Zusatzprotokoll sieht vor, dass Kinder, deren Rechte nach der Konvention verletzt sind, nach Ausschöpfung, das ist eine wichtige Einschränkung des innerstaatlichen Rechtsweges in Deutschland, wäre das bis zum Bundesverfassungsgericht, sich direkt an den UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes zwecks beschwert, wenn sie dann ein Dialogverfahren mit der entsprechenden Regierung. Es ist kein rechtsformiges Verfahren, aber ein politischer Dialogprozess, der, wenn er zustande kommt, doch eine erhebliche Bedeutung haben kann. Ich habe Ihnen eine Folie auch zur Entwicklung in Deutschland, aber auch eher, damit Sie eine Ahnung bekommen. Den ersten Punkt finde ich recht interessant, nämlich große Sorgerechtsreform. Bis 1980 stand im bürgerlichen Gesetzbuch, wenn es um das Eltern-Kind-Verhältnis geht, gegen der Begriff der elterlichen Gewalt. So ist es bis 1980. Seit 1980 heißt es elterliche Sorge, den Begriff kennen Sie alle, aber auch das ist nicht mehr up-to-date. Der UN-Ausschuss hat in den letzten Including Observations, also in der Kommentierung des Staatenberichts Deutschlands jetzt vor 5 Jahren schon angeregt, den Begriff der elterlichen Sorge nicht mehr zu verwenden. Was soll an die Stelle treten? Einmal war das nicht kompatibel mit der Formulierung der UN-Kinderrechtskonvention. Dort ist nämlich von Parental Responsibility, Elternverantwortung, nicht elterliche Sorge. Und Sorge, das ist das inhaltliche Argument, kann eben auch ein Kind noch, wie man für seinen Blumentopf sorgt oder für sein Haustier, in einer Objektstellung halten, wie Verantwortung immer einem anderen gegenüber und zur Objektstellung des Kindes gerade sehr klar ausgedrückt wird. Natürlich, Kinder-Jugendhilfegesetz mit vielen auch tatsächlich kindbezogenen, allmählich sich entwickelnden, beispielsweise Recht auf den Kita-Platz ist nicht ein Recht der Eltern, ist ein Recht des Kindes. Wenn man es ernst nehmen würde, mit vielen Konsequenzen, mal Qualität auch betreffen. Und vieles andere, wir sind mitten in der Entwicklung, das Kinder-Jugendhilfegesetz wandelt sich ja weiterhin, viele Baustellen, vieles jetzt nicht im Detail, führt zu weit. Dann die Ratifikation, sehr wichtig, mit der Rücknahme der Vorbehalte, die Kindschaftsrechtsreform. Ich weiß es noch, ich konnte es nicht glauben, Anfang der 90er Jahre festzustellen, dass damals noch bis 98 Kinder, deren Eltern sich getrennt hatten oder geschieden waren, kein Recht hatten auf Kontakt zu beiden Eltern. Das ist 1998 eingeführt worden, das bürgerliche Gesetzbuch, vieles andere auch, und es auch im Verfahrensbeistand, dass Kinder bei Gericht nicht Entscheidungen, mündliche Entscheidungen, wie man es ja auch sagt, Anwalt des Kindes, der Interessen, vor allem auch den Willen des Kindes, zur Geltung bringt, vieles andere. Dann natürlich das Recht auf gewaltfreie Erziehung, ein Meilenstein. Sie wollen etwas anmerken? Sie sehen nur Mikrofon. Oh, danke. Das geht manchmal ein bisschen zu kurz. Bitte melden Sie sich, wenn ich da ein wenig nachlässig bin. Ja, Recht auf gewaltfreie Erziehung. Lange wurde darum gerungen, bis zuletzt im Bundestag und Bundesrat strittig. Und die Formulierung ist wunderbar. Da können wir uns auch global sehr sehen lassen. Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Und der zweite Satz, sehr, sehr wichtig, körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Bundeskinderschutzgesetz will ich jetzt nicht einzeln darstellen, dass Sie einen Eindruck bekommen, dass sich in Deutschland auch eine Menge schon getan hat. Dass das Gebäude der Kinderrechte nach der UN-Konvention nur wenige Annahmen sind dazu. Wir unterscheiden diese berühmten drei Säulen, was Sie dort in dem grünen Bereich sehen, Schutzrechte, Förderrechte, Beteiligungsrechte. Historisch die ältesten sind die Schutzrechte von dem 19. Jahrhundert, dass Kinder nicht mehr 12 Stunden in den Bergwerken arbeiten dürfen, sondern nur noch 8. Arbeitsschutzgesetze. Misshandlungsschutzgesetze. Das sind ja langsame Entwicklungen, die sich über viele Jahrzehnte hinweggezogen haben. Eine Anmerkung zu den Schutzrechten, wenn wir in Deutschland von Kinderschutz sprechen, meinen wir meistens Gewaltschutz, oft sogar die Reduktion auf Kindeswohlgefährdung. Kinderrechtlich betrachtet ist Kinderschutz viel, viel mehr. Sehen Sie schon an der Anzahl der Artikel, die dort angedeutet sind. Natürlich geht es auch um Unfallschutz, um Gesundheitsschutz, um Schutz der Privatsphäre eines Kindes, um Medienschutz, vieles andere. Spezielle Bereiche, Träger, Adoptivkinder, Kinder in bewaffneten Konflikten, viele andere Schutzrechte und das aus Sicht des UN-Ausschusses wichtigste Schutzrecht habe ich noch gar nicht genannt, nämlich gleich im Artikel
2 ganz vorne, jedes Kind hat das Recht auf Schutz von jeder Form von Diskriminierung. Diskriminierungsschutz ist auch Kinderschutz. Ein breites Verständnis ist hier notwendig. Förderrechte, natürlich Bildung, ganz wichtig, wie gesagt. Kinderrechtskonvention von Geburt an. Wir haben in Deutschland im Grundgesetz ja kein explizites Recht auf Bildung. Wir haben nämlich die Schulpflicht. Artikel 7 Grundgesetz. Gut, daraus kann man ein Recht auf Bildung ableiten. Aber Bildung beginnt nicht erst mit Schule. Das wissen wir alle, dass die Konvention jünger und fortschrittlicher Formulierung unserer Verfassung. Recht auf Gesundheitsfürsorge auch als soziale Sicherheit, auch soziale Rechte sind drin, Recht auf angemessene Lebensstandard, dass Kinder nicht in Armut aufwachsen müssen. Und ich muss es nennen, es ist eins meiner Lieblingsrechte in der Konvention, Artikel 31. Jedes Kind hat das Recht auf Spiel. Freizeit, Ruhe, Erholung, künstlerische, kulturelle Betätigung. Und das, wir werden ja vermutlich viele Pädagoginnen und Pädagogen im Raum sein, ist nicht ein Unterpunkt von Bildung. Um es klar zu sagen, Kinder spielen nicht, um zu lernen. Sie lernen ein Spiel, sie lernen immer. Und da was machen, kann nichts tun, aber es gibt ein ganz ursprüngliches Bedürfnis jedes Kindes. Schauen Sie, in den unmöglichen Situationen, Kinder spielen einfach. Psychologisch gibt es viele Begründungen, das Spiel so wichtig ist, Fantasie und Begriff zusammen und Spiele an, das ist natürlich. Ich glaube, es lohnt sich, den Gender-Dokument des UN-Ausschusses zu lesen, zum Recht auf Spiel, wo diese Abgrenzung Bildung und Spiel sehr klar formuliert ist. Natürlich gibt spielerisches Lernen alles gut, aber ich glaube, wir tun gut daran, dass Erwachsenen diesen Kernbereich des kindlichen Spiels auch vor Instrumentalisierung durch Bildung zu schützen. Die Beteiligungsrechte hat schon genannt, war unter Artikel 12 sehr wichtig, ich jetzt nicht wiederholen. Oben der Vorrang des Kindeswohls, Dach der Konvention von Wien als der wichtigste Artikel bezeichnet. Es lohnt sich hier tatsächlich mal ins Original zu schauen. Deutsch ist keine UN-Sprache. Wir haben 6 UN-Sprachen. Englisch ist uns vermutlich naheliegend. Im Englischen best interest of the child, die besten Interessen des Kindes. Deshalb nicht unwichtig, weil dort viel mehr auch die subjektive Perspektive des Kindes, der kindliche Wille, nämlich dass Kinder Interessen haben, best interest. Dass sie diese auch ausdrücken können, natürlich altes und reife bezogen. Und dass Kindeswohl nicht allein heißt, Erwachsene wissen, was Kinder möchten. Das ist auch die Berücksichtigung der Kinder. Das ist inzwischen rechtlich in Deutschland auch angekommen. Das Bundesverfassungsgericht sagt klar, keine Bestimmung des Kindeswohls ohne Berücksichtigung des kindlichen Willens, bzw. der kindlichen Perspektive, das ist auch nicht nur die verbalen Äußerungen, sondern einfach, was das Kind von uns sagen möchte, aber in der Begrifflichkeit in Deutschland ist es wohl häufig noch sehr missverstanden, dass das Kind eigentlich nur Objekt auch hier wieder von Entscheidungen ist. Eine Bemerkung noch ganz unten, das sind einige wichtige Verfahrensaspekte. Artikel 42 ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, nämlich Kinder haben das Recht, ihre Rechte zu kennen. Kinderrechtsbildung, Menschenrechtsbildung, ein Recht. Kindes seine Rechte zu kennen. Vorhin wurde schon gesagt, Recht haben und Recht bekommen sind zwei Sachen. Dazwischen gibt es eigentlich noch einen Zwischenschritt, nämlich Recht kennen. Recht haben, Recht kennen und Recht bekommen. Das hängt ja alles doch sehr miteinander zusammen. Ich will kurz einige Missverständnisse darstellen. Es gibt mannigfach Missverständnisse. Mal bewusst, mal aus Unkenntnis, aus falschem Verständnis. Der erste Punkt, den finden wir in vielen politischen Diskussionen. Jetzt tragen ja Kinderrecht ins Grundgesetz, steht im Koalitionsvertrag, wir werden ein Kindergrundrecht schaffen, heißt es dort. Im konservativen Bereich der Republik, politisch jetzt gesprochen, Schutzrecht. Im eher linken Bereich der Republik, Kinderrechte sind Partizipationsrechte. Stimmt alles ein bisschen, aber es gehört zusammen. Es ist untrennbar. Kinderschutz braucht Beteiligung. Das heißt, wir wissen, es gibt Untersuchungen, Kai Bussmann, Recht auf gewaltfreie Erziehung, der sehr klar hat machen können, dass Kinder, die wissen, dass sie nicht gehauen werden dürfen, das ist ja ein Bildungsaspekt, ein Förderaspekt, und die gewohnt sind, die Erfahrung machen, dass sie ernst genommen werden, wenn sie etwas sagen, was
das Konsequenzen hat, die nicht übergangen werden aus dem Partizipationsaspekt, dass sie allein dadurch schon besser geschützt sind. Umgekehrt gilt aber auch, Beteiligung braucht Kinderschutz. Beteiligung ist im Moment ja das Megathema in der Pädagogik und ein bisschen muss man manchmal aufpassen, meine ich, dass wir den Schutz der Kinder im Zusammenhang mit Beteiligungsprojekten nicht vergessen. Das geht schon dort los, wo Kinder ja nicht verpflichtet sind, sich zu äußern. Das ist ja ein Recht, eine Pflicht des Kindes. Also ein Kind, was sich nicht einmischen will, was einfach nur den Mund hält, nichts sagt, ist genauso okay. Ein Kind, was übersprudelt von Äußerungen, wobei wir übrigens da auch, aber das auch eine kleine fachliche Nebenbemerkung aufpassen müssen, dass die formalen Beteiligungen, Kinderkonferenzen, Kinderversammlungen oder Parlamente oder was auch immer, die ich durchaus berechtigt und in vieler Hinsicht auch sehr gut finde, von den Aufgaben müssen, dass nicht dort wieder die Kinder, die am wenigsten trauen, erneut zu kurz kommen. Deswegen glaube ich, Beteiligung im Alltag sehr wichtig und nochmal, aber Kinder müssen sich nicht äußern, sondern sie essen keine Pflicht. Und übrigens auch, Kinder sagen nicht immer das, was uns gefällt, Erwachsene. Also Kinder sind auch nur Menschen. Mit allen Möglichkeiten, die Menschen eben so haben. Und manche Äußerungen von Kindern finde ich nicht in Ordnung. Und dann aber, das ist ja wieder ein Kinderschutzaspekt, dass wir aufpassen müssen, dass Äußerungen von Kindern müssen keine negativen Konsequenzen haben. Das ist ja wieder ein Schutzaspekt bei Beteiligung. Zweites Missverständnis, tatsächlich häufig gerade von Eltern ausgesprochen, jetzt tanzen uns die Kinder auf den Kopf herum. So ein bisschen Herbert Grönemeyer, Kinder an die Macht, etwas falsch verstanden. Es geht durchaus übrigens auch um Machtverschiebungen, Kinderrechte ernst genommen, ganz sicher, aber man muss natürlich auch genau die Kinderrechtskonventionen lesen, sowohl im Binnenverhältnis, Eltern-Kind, als auch im Außenverhältnis, Eltern-Kind-Staat, sehr klare Formulierung, Artikel 5 Kinderrechtskonvention, wo die Verantwortung der Eltern dargelegt ist, ihre Kinder, das heißt wörtlich dort so, zu leiten und zu führen. Allerdings natürlich nicht nach Gusto, beziehungsweise auch der Pädagogik. Nicht wie sie wollen, Kinder sind kein Besitz der Eltern, sondern es ist die Verantwortung der Eltern, die Kinder zu ihrem Recht kommen zu lassen. Das ist aber eine Leitungs- und Führungsverantwortung, nicht in dem Sinne zu verstehen, sondern die Kinder mal machen, wie sie wollen. Das ist also eine Karikatur von Kinderrechten. Und übrigens auch, das steht auch im Artikel, wird auch sehr wichtig, entlang der sich entwickelnden Fähigkeiten, weil ein Säugling zu leiten und zu führen, ist etwas anderes als eine 4-Jährige oder eine 16-Jährige, die ja als Children international gelten. Und im Außenverhältnis, um das auch noch zu sagen, entgegen Meinung aus der Politik ja im Moment, dass Kinderrechte die Elternrechte zurückdrängen würden, ganz klar Artikel 18 Kinderrechtskonvention, ein sehr deutlicher Vorrang der Elternverantwortung, vorstaatliche Verantwortung, also eigentlich unser Grundgesetz, das Artikel 6 ja auch darlegt, aber natürlich auch die Kindeswohlbindung der Eltern, das ist klar, aber auch ich will keine Staatserziehung in Deutschland, da haben wir viele Erfahrungen gemacht, das ist nicht das Anliegen der Kinderrechtskonvention, das in den politischen Debatten auch immer wieder betont wird. Rechte und Pflichten, das ist übrigens nicht selten aus dem schulischen Bereich. Eine kleine Anekdote, als eines meiner Kinder noch in die Schule ging, jetzt sind sie erwachsen, fragte ich einen Klassenlehrer, einen sehr netten, habt ihr nicht Interesse, mal was über Kinderrechte zu machen, über tolle Materialien? Es gab leider einen Koffer voller Kinderrechte der Bundesregierung mit vielen Materialien. Und seine Reaktion des Klassenlehrers war intuitiv, ich glaube, er hat nicht nachgedacht. Dann müssen wir aber auch über die Pflichten sprechen. Ich glaube, es lohnt sich darüber nachzudenken, was ist das Gegenteil von Recht? Unrecht. Natürlich nicht Pflicht. Wobei, ganz falsch lag er auch nicht, obwohl ich sehr problematisch fand, seine Antwort. Natürlich haben Kinder auch Pflichten, was bedeutet. Nur ihn habe ich in seiner Äußerung so verstanden, dass der Bezug auf die Pflicht der Kinder die Hälfte der Rechte schon wieder einschränkt oder zurück. Das geht nicht. Ein Recht ist ein Recht und wird nicht weniger. Was allerdings stimmt, dass jedes Recht eines Kindes, eines Erwachsenen, nicht gebunden ist. Das
heißt, wenn ein Kind das Recht hat, nicht geschlagen zu werden, dann ist es natürlich auch verpflichtet, andere Kinder nicht zu schlagen, weil die haben dasselbe und gleich Recht. Insofern übrigens auch Kinderrechtsbildung hat sehr viel zu tun mit Respekt vor anderen Menschen, die eben dieselben Rechte haben, die es zu respektieren gilt. Letzter Punkt, das gerade ist in der Kinderrechte-Community, da müssen wir uns selber manchmal anschauen, es gibt Neigungen, einzelne Kinderrechte absolut zu sehen. Das ist ja auch eine menschenrechtlich generell interessante Debatte. Gibt es absolute Menschenrechte? Ich würde sagen, einige schon. Menschenwürde, klar, Quelle für Menschenrechte. Auch einem Schwerverbrecher dürfen wir die Würde nicht nehmen. Und meistens wird auch genannt Folterverbot und Sklavereiverbot, weil hier Menschen als Mittel zum Zweck ganz üble Weise gemacht werden. Hier wieder nebenbei, es gibt heftige Debatten in den USA. Waterboarding ist klar Folter. Also merken durchaus auch Aufweichungen. Dieser Prinzip in Deutschland hatten wir die Debatte um den Kindesentführer Herrn Gepping, wo ein Folterverbot in Frage gestellt wurde in Deutschland, erinnern sich vielleicht vor einigen Jahren. Aber doch gibt es einen menschenrechtlich relativ breiten Konsens, hier auch absolute Menschenrechte, die also niemals gegen andere abgewogen werden dürfen. Aber, das betrifft ja die meisten Kinder und Menschenrechte, sie sind natürlich im wirklichen Leben. Die Schule ist wirkliches Leben. Sehr oft die Abwägung zu anderen Menschen. Ein klassisches Beispiel, ein Kind aus der Familie zu nehmen, für die Kindeswohlgefährdung. Wenn wir sagen, Artikel 9, das Kind darf nicht von seinen Eltern getrennt werden, aber das ist eben nicht absolut zu sehen. Es gibt natürlich auch Kinder, wo es im besten Interesse des Kindes liegt, die Gefährdung aus der Familie genommen zu werden. Und dieses Recht auf Schutz vor Gewalt gegen das Recht auf Nichttrennung von den eigenen Eltern in einer Abwägung gebracht werden muss. Das betrifft sehr, sehr viele Entscheidungen. Das ist eine Folie, Prinzipien des Kinderrechtsanwalts, stammt von Save the Children, die grob in wenigen Punkten, in fünf, das, was ein Kinderrechtsansatz ausmacht, nämlich die Unteilbarkeit. Ich hatte gerade schon Schutz vor Beteiligungsrechte, die nicht hierarchisiert, sie gehören untrennbar zusammen, ganzheitlicher Ansatz. Die Universalität ist ein heiß diskutiertes Thema. Hier auch gerade, Bielefeld ist ja einer der Spezialisten dort, wo beispielsweise sind kulturell-religiöse Sensibilitäten noch okay, wo aber werden auch allgemein geltende Menschenrechtsstandards dadurch in Gefahr gebracht? Diese Fragen sind ja auch kinderrechtlich höchst spannend. Wir hatten eine Beschneidungsdebatte, die sehr herausfordernd dieses Thema diskutiert hat. Ich glaube aber schon, und da ist, denke ich, auch Einigkeit, wir müssen den Kernbestand der Universalität von Menschenrechten und Kinderrechten bestehen, selbstverständlich. Dann diese vier General Principles, die Sie dort sehen, die auf den Anschluss als Querschnittsprinzipien, natürlich auch als materielle Rechte des Kindes, aber eben auch als Prinzipien, die bei allen Entscheidungen Kinder betreffen, berücksichtigen müssen. Nichtdiskriminierung, dann der Kindeswohlvorrang, das Recht auf Leben und bestmögliche Entwicklung und auch die Beteiligung des Kindes, also das Recht gehört zu werden, berücksichtigen des Kindes. Und nochmal, sehr, sehr fundamentale Verhältnis von Verantwortungsträgern. Kinderrecht gibt es eben auch deshalb in der spezifischen Form, weil Kinder eben nicht von Beginn an alle ihre Rechte ohne Unterstützung der Eltern oder anderer für sie Verantwortlichen wahrnehmen können. Also die Erwachsenen als Verantwortungsträger, als Duty-Bearers und die Kinder als Rights. Obwohl das natürlich haben Erwachsene auch eigene Rechte, aber eben in Bezug auf Kinder sind wir Verantwortungsträger. Insofern ja auch Erwachsene und Kinder, jetzt mal pädagogisch formuliert, gleich und verschieden. Nebenbei, sie vielleicht, weil hier doch viel Pädagogik im Raum ist, der Hinweis, Sie kennen alle diese Forderungen, Kindern auf Augenhöhe zu begegnen. Ich wichtig finde, gleich zu gleich, von Mensch zu Mensch, aber auch, so meine ich, dieses Verhältnis richtig zu balancieren, eine Ergänzung benötigt, nämlich die Klarheit der Erwachsenen, ich bin kein Kind. Das Kind ist kein Erwachsener. Ich habe eine Verantwortung für das Kind. Und das Kind hat nicht die gleiche Verantwortung. Ich sage nicht, dass Kinder gar keine Verantwortung haben. Aber es gibt eine besondere Erwachsenenverantwortung für Kinder, die nicht reziprok ist. Es ist nicht ein partnerschaftliches Verhältnis. Es ist auch ein Machtverhältnis. Aber
von Bildungsfreunden bei mir aus Regensburg hat ja plötzlich das mal ein bisschen positiv überformuliert. Sie sagte, Kinder, vor allem junge Kinder, brauchen weise und mächtige Erwachsene, die aber ihre Macht ausschließen. Das ist die Herausforderung, die wir haben, am Wohl und im Interesse des Kindes bezogen. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen, wie lange noch? Zwei Minuten. Alles klar. Dann wird es eben auch sehr kurz. Ja, Monitoren, Sie sehen das. Ich glaube, es ist eher was zum Nachlesen. Das kriegen wir jetzt nicht hin. Ich habe auch das kriegen wir nicht hin. Einige kinderrechtliche Defizite bestehen jetzt auf die Schule bezogen. Die sind nur so, das brauche ich nicht kaum zu präsentieren, wenn ich nur zwei Minuten habe. Es ist so. Dann aber, glaube ich, ganz wichtig, ich habe mal hier einen Auszug, eigentlich nur zwei Sätze aus einer Erklärung der Kultusministerkonferenz. Das ist wohl sechs, eine Weile her, aber sie reicht ja in die Zukunft. Und was mir daran wirklich mal gut gefällt, wir haben uns ein bisschen hart gerungen, Frau Wanka war damals Bildungsministerin, ich erinnere mich noch an die Gespräche mit ihr, aber was doch gelungen ist, es geht nicht nur darum, dass Kinder etwas lernen über Kindereinbindung in Schule, sondern es ist ja dort von Schulkultur und übrigens auch Schutzforderung, Beteiligung und immerhin eine Selbstverpflichtung in Zukunft, das heißt auch heute, Kinderrechte, Grundsätze der Kinderrechtskonvention in besonderer Weise zu berücksichtigen, darauf kann man sich beziehen. Das ist ein Wort der Kultusministerin. Ich habe noch ein paar Folien. Ich arbeite auch mit Kindern in Schule, vor allem im Rahmen von Kinderunis, was ich sehr bereichernd finde. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, aber sehen wir so ein paar Themen. Richtig spannend, mit Kindern ins Gespräch zu kommen. Richtig interessant. Und Sie können es nicht einfach so abtun. Natürlich stimmt es recht. Aber ich meine, viele Schülerinnen und Schüler kriegen ja heute nur noch mit, wenn Unterricht verschoben wird, wenn sie einen Internetzugang haben. Dann wird es schon richtig spannend. Also ich gebe jetzt keine Antworten, aber die Fragen sind sehr interessant. Oder auch so etwas. Oder auch so etwas, sehr interessantes Thema. Müssen Kinder den Müll raustragen? Ich sage Ihnen jetzt keine Antwort, weil das wieder zu weit führen. Für uns ist das klar, für Kinder ist es auch nicht klar. Heiß diskutiert mit Kindern, auch spannend, gab es sogar ein Gerichtsurteil dazu. Für uns ist es klar, für Eltern, für Kinder ist es auch nicht klar. Dieses Thema ist auch ein sehr interessantes Thema. Dann biete ich auch Themen an, das ist eins bei Kindern besonders beliebtes Thema und auch sehr interessant zu diskutieren. Es gibt eine schöne Glücksstudie, was macht euch glücklich, glücklich mit der Familie zusammen sein, Natur und Tiere. Kommt vom Fernseher. Tiere sind auch für Kinder sehr, sehr wichtig, wird unterschätzt. Gut, das ist ein sehr politisches Thema, kann man aber auch mit Kindern diskutieren. Das ist auch ein sehr politisches Thema, auch das macht richtig Freude, mit Kindern einmal ins Gespräch zu kommen. Und auch so etwas natürlich sehr aktuell. Das ist meistens meine letzte Frage. Drei Wünsche. Es gibt wenig Platz, welche drei Rechte sind dir besonders wichtig? Auch da interessant, es gab eine Initiativumfrage, die nicht das Recht auf Schutz vor Gewalt an oberster Stelle hatte, bei kindlichen Nennungen auch nicht das Recht auf Freizeit, wo man vielleicht ja überlegen kann, was irgendwie Kinder. Nein, Kinder an erster Stelle hatten das Recht auf Gleichheit. Kinder können sich überhaupt nicht machen. Wenn ein Kind nicht auf eine Klassenfahrt mitfahren darf, weil es die Residenzpflicht unterlegt, weil es nicht berichtet ist, gibt es beispielsweise. Also wenn Kinder benachteiligt werden, gehen Kinder auf die Fahrt. Das fand ich sehr interessant. So, jetzt muss ich ja wirklich furchtbar aufpassen. Das muss man ja ganz nett. Das kriegen Sie direkt an. Sie haben alles gelesen. Nein, ich würde aber gerne noch in der Form bedauern, dass das jetzt nicht auch in die Zukunft angeht. Natürlich Grundgesetz im Moment, hinter den Kulissen wird heftigst gestritten. Ich würde sagen, ab Januar wird es medial öffentlich. Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe hat im Moment drei Formulierungsvorschläge, die konnten sich nicht einigen. Kindeswohlforum ist zumindest drin, aber die Details wird gestritten. Beteiligungsrechte sind hochstrittig. Im Moment hoffen wir sehr, sie reinzukriegen. Aber mehr kann ich mir dazu nicht sagen. Vieles andere, was vielleicht jetzt nur so als Flash auf hier aufscheinen kann, was ich nicht ansprechen kann, das ist der Formulierungsvorschlag des Aktionsbundes Kinderrechte.
Auch das nur als Hintergrund. Vielleicht letzte Folie, da war ich mit dem Schluss. Ich glaube, auch international gibt es Themen, die Kinderrechtskonvention, die in 89 verabschiedet worden ist, noch nicht im Blick haben konnte. Wird heiß gestritten, brauchen wir ökologische Kinderrechte, kann man es aus den bestehenden Menschenrechten für Kinder herauslesen, brauchen wir zunächst ein General Comment, brauchen wir ein Zusatzprotokoll, die Meinung geht im Moment hin und her. Auf jeden Fall brauchen wir was, das würde ich sagen. Wir hatten eine Anhörung in Genf vor 3 Jahren jetzt, nämlich Children's Rights and the Environment. Es war sehr berührend zu sehen, ich war selber auch in Genf mit dabei. Jugendliche von pazifischen Inseln, die es in wenigen Jahren nicht mehr geben wird, Inseln. Werden Jugendliche aus Afrika, wo die Toilettenspülung nicht mehr funktionieren und sie nicht wissen, ob sie dieses Dorf noch aufrechterhalten können, wird Dürre entwickeln. Ich deute es immer an. Ich würde auch sagen, Artikel 12 ist nicht mehr up to date. Es gibt inzwischen interessante Weiterentwicklungsvorschläge, auch digitale Rechte oder Rechte von Kindern im digitalen Raum. Thema. Und ich meine auch, das ist wahrscheinlich eine Aufgabe für unsere Kinder und Kindeskinder, für die jungen Generationen, dass wir zumindest mittelfristig, im Moment gibt es wenig Chancen, es gibt ja eher eine Rückkehr von Nationalismen, aber ich glaube, die Globalisierung, die sich ja im ökologischen, im wirtschaftlichen, zum Teil im politischen bereits entwickelt hat, muss natürlich begleitet werden durch das, was man nennt, Globalisierung des Humanen. Und damit natürlich auch das Recht bezeichnet. Vielen Dank. Applaus war deutlich. Deshalb muss ich jetzt auch den Dank nochmal zu Dr. Treffi. Er soll ein kleines materielles Substrat haben. Ich glaube, es war sehr beeindruckend, wie häufig in Ihrem Vortrag auch vom Streit. Also am Ende vieles zustritten zwischen den Erwachsenen, zwischen Erwachsenen und Kindern, auch bei den Kindern untereinander. Ich glaube, sehr deutlich ist auch geworden, welche auch strukturellen Kämpfe und Krämpfe schon statthaben mussten, um diesen Paradigmenwechsel, jedenfalls in der Theorie und konzeptionell in diesem Leben, um das richtig umzusetzen, was da noch lange und noch immer wieder neu kommt. Ich glaube, das war sehr eindrucksvoll. Wir wissen, wir haben es ja gesehen, die hätten den ganzen Tag beschreiben können, aber die Uhr ist unbarmherzig. Also nochmal ganz herzlichen Dank.